geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Vlogmas Nummer 2. Ich freue mich sehr, denn heute gibt es ein Rezeptvideo. Wir machen super, super leckere klassische Weihnachtskekse, aber, oder was heißt aber, sie sind vegan. Letztes Jahr habe ich auch Plätzchen gemacht von meinem Rezept, das ich in der Grundschule damals mal gemacht habe. Diese Plätzchen habe ich mit meinen kleinen Geschwistern gemacht. Erstmal haben wir hier 350 Gramm mehr Backpulver. Zack. Und jetzt mischen. Die ganze? Das steht da. Ja, dann stimmt's. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht vegan, aber eine Weihnachtszeit ohne Plätzchen ist für mich so ziemlich unvorstellbar. Deswegen dachte ich mir, ich gucke mir die Rezepte von damals an und gucke, was ich da verändern kann. Und ich kann euch sagen, super lecker. Und Leute, ganz ehrlich, für mich schmeckt es wirklich genauso gut. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ihr braucht einen halben Teelöffel Backpulver, einen halben Teelöffel Natron, eine Prise Salz, Vanilleextrakt, wenn ihr möchtet, gemahlene Vanille, 140 Gramm Margarine, 80 Gramm Rohrohrzucker, 200 Gramm Mehl und 2 Esslöffel Zitronensaft. Zuerst schlagt ihr die Butter schaumig und dann fügt ihr den Zucker hinzu. Jetzt verrührt ihr das Ganze nochmal und fügt die restlichen Zutaten nacheinander hinzu. Zwischendurch rührt ihr dann immer wieder. Sobald der Teig relativ gut durchmischt ist, knetet ihr ihn ordentlich durch. Formt ihn zu einer Kugel und lasst ihn mindestens eine halbe Stunde lang bedeckt im Kühlschrank ruhen. Für die Vanillekipferl braucht ihr ein Päckchen Vanillezucker, 70 Gramm Zucker, Vanilleextrakt und gemahlene Vanille, 210 Gramm Margarine, einen halben Teelöffel Backpulver, einen halben Teelöffel Natron, eine Prise Salz, 100 Gramm Haselnüsse und 280 Gramm Mehl. Hier fangt ihr genauso an wie bei den Butterplätzchen und schlagt die Butter schaumig. Nachdem ihr diese sehr gut mit dem Zucker verrührt habt, fügt ihr die restlichen Zutaten hinzu. Und nicht vergessen, zwischendurch immer nochmal zu rühren, damit wir am Ende einen schönen glatten Teig haben. Knetet den Teig gut durch und lasst ihn ebenfalls eine halbe Stunde lang bedeckt im Kühlschrank ruhen. Zimtsterne bestehen aus 2 Löffeln Zimt, einem halben Teelöffel Backpulver, einem halben Teelöffel Natron, einer Prise Salz, gemahlener Vanille, einem Päckchen Vanillezucker, 250 Gramm Mehl, 170 Gramm Margarine und 125 Gramm Rohrohrzucker. Die Schritte für dieses Rezept sind dieselben wie bei den beiden zuvor. Ihr schlagt die Butter schaumig, fügt den Zucker hinzu und durchmischt wieder. Dann hebt ihr nach und nach die restlichen Zutaten unter. Auch diesen Teig knetet ihr gut durch und lasst ihn dann eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen. Nachdem ihr den Butterplätzchenteig aus dem Kühlschrank geholt habt, rollt ihr ihn aus und stecht eure Förmchen aus. Thank you.
Vanillekipferl zu formen, rollt ihr den Teig zuerst zu einer Kugel, dann zu einer Wurst und anschließend biegt ihr einen Mond. Die Zimtsterne stecht ihr genauso wie die Butterplätzchen aus. Ihr könnt alle drei Bleche auf einmal in den Ofen tun, achtet nur darauf, dass er gut vorgeheizt ist. Backt die Kekse bei 170 Grad Umluft und schaut am besten nach 10 Minuten schon mal nach, wie sie aussehen. In der Regel sind sie nach so 15 bis 20 Minuten fertig. Lasst die Plätzchen unbedingt gut abkühlen. Fasst ihr sie nämlich an, wenn sie noch zu heiß sind, kann es passieren, dass sie auseinanderfallen. Zum Schluss wendet ihr die Vanillekipferl in Puderzucker und Vanillezucker. Meine drei Rezepte für meine absoluten Lieblingsplätzchen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Backen. Lasst unbedingt Feedback da, kommentiert und vergesst nicht, das Video zu liken. Abonniert super gerne meinen Kanal, wenn ihr neu hier seid. Das war's auch schon mit dem heutigen Video und ich freue mich sehr, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei meinem nächsten Vlogmas-Video.